Pavel, ich glaube, es ist immer was Besonderes, wenn man ein Spitzenspiel spielt, zumindest für die Zuschauer, für die, die es von zu Hause aus verfolgen. Wie ist es bei euch? Ist es auch bei euch nochmal so ein extra 1-2% mehr? Ja, sollte eigentlich nicht sein, aber es wird wahrscheinlich so werden. Aber klar, es ist immer, macht Spaß, okay, wenn man gegen diese Mannschaften auch spielt. Das sind Top-Mannschaften, das wissen wir auch. Aber letzte Woche haben wir auch hier Derby gehabt und das war auch ein sehr interessantes Spiel. Und ja, wir haben auch gesagt, eigentlich wollten wir da sein, wo die Eisbären auch sind. Da waren wir vor der Pause, vor der Novemberpause. Dann wissen wir, gab es viele, viele Kleinigkeiten, auch mit Corona, mit Verletzten. Und dann sind wir da, wo wir sind. Aber wir sind immer noch der erste Verfolger, kann man sagen. Und die wollen wir auch jagen, auf jeden Fall. Wenn man sich das ein kleines bisschen anschaut, euer Powerplay letzter Zeit war gut, obwohl ihr eigentlich immer wieder neue Spieler bringen musstet im Powerplay, immer wieder jemanden neu integrieren. Und das ist ja schwierig im Powerplay, weil da ist ja sehr, sehr viel mit Automatismus, mit sehr, sehr viel System auch verbunden. Trotzdem habt ihr im Powerplay sehr, sehr gut gespielt. Wie erklärst du das? Ja, wir haben auch vielleicht effizient gespielt. Das bedeutet, wir haben auch Tore geschossen, aber wir haben auch schon auch davor sehr viele Scoring-Chances eigentlich kreiert, aber Tore nicht geschossen. Ja. Also, wir haben es irgendwie es geschafft, das umzumünzen und die Scheibe ins Tor zu bringen. Ich glaube aber generell, dass wir ein bisschen einfacher spielen, dass wir mehr Scheiben aufs Tor bringen. Aber es ist jedes Spiel und auch jedes Training ist eine neue Challenge und neue Herausforderung. Und wir müssen gucken, dass wir auch heute gut spielen. Wir wissen, dass Eisbären eigentlich die beste Mannschaft in der Liga 5 gegen 5 ist. Und da wird, glaube ich, das Spiel heute auch entschieden. 5 gegen 5, aber komischerweise das schwächste Überzahlteam, zumindest waren sie es immer wieder zu bestimmten Zeiten. Was sagt uns das? Früher hat man gesagt, wenn dein Powerplay gut ist, dann stehst du relativ weit oben in der Tabelle. Heute ist es irgendwie anders und die Powerplay-Percentage bei den Mannschaften ist auch deutlich höher als sie früher. Aber früher hat man gesagt, so 18, 19% ist schon sehr, sehr gut. Heute, wenn du unter 20 bist, bist du unten in der Liga. Ja, habe ich mal gespannt eigentlich, was passiert am Ende der Saison, weil normalerweise ist es so, dass vielleicht am Ende der Saison nach 52 oder jetzt nach 56 Spielen wird es vielleicht nur 3, 4 Mannschaften geben, die über 20% sind. Jetzt haben wir fast 10 Mannschaften, die über 20% sind. Das ist schon eine sehr gute Quote, auf jeden Fall. Aber zurück zu den Eisbären, die haben es letztes Jahr auch geschafft, obwohl wir diese verkürzte Form der Playoffs eigentlich hatten, Best of Three. Dann haben sie es geschafft, eigentlich mit dem schlechtesten Powerplay einfach Meisterschaft zu gewinnen. Und so, wie gesagt, das ist die beste Mannschaft 5 gegen 5. Man spielt auch die meiste Zeit auf dem Eis 5 gegen 5 und da müssen wir heute gut sein. Was macht die Eisbären so gut? Was ist da deren Schlüssel? Klar, Qualität im Kader, das ist ja nicht zu übersehen, aber vom Spielsystem her. Ja, die spielen nichts Besonderes, aber ich glaube, dass das, was die spielen, spielen sie konsequent. Sie haben einen guten Verteidiger hinten, die auch hart spielen. Und vorne sind sie sehr unangenehm. Sie sind gut am Forecheck. Also man spricht immer übers München-Forecheck, aber sie sind auch gut am Forecheck. Sie sind da kompromisslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Bleiben sie an dem Mann, bleiben sie an der Scheibe. Und wir müssen gucken, dass wir gut aus der Zone herauskommen. Das heißt, die haben eine sehr hohe Laufbereitschaft und die müsst ihr ja zu 100% dann auch haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alles klar, dann viel Erfolg dabei. Dankeschön.